Ein CD 304 MK2 im stolzen Alter von 39 Jahren nun. Hier haben wir ein besonders schönes Exemplar. Der sieht also beinahe aus wie neu. Da ist also überhaupt nichts feststellbar, dass hier Kratzer etc. sind. Das ist also sehr gut geschont und ein sehr gutes Gerät für einen Umbau. Und zwar wird dort heute wieder der USB-Eingang eingesetzt, um den Philips TDA 1541 Wandler, der hier verbaut ist, als ja, USB-DAC zu verwenden. Das ist das Modul. Das sieht ein bisschen anders aus als das für die 14-Bit-Modelle, was ich in den letzten Videos eingebaut habe. So, dann will ich mir das mal anschauen. Dieser MK2 ist auch schon vollständig revidiert. Das schauen wir uns einmal an. Wer ein solches Revisionsvideo sehen will, das verlinke ich dann da oben in der Ecke. Moment, in dieser, da. Das verlinke ich in der Ecke. Ein Revisionsvideo zu einem Philips CD304. Das ist der, also in weitestgehenden Bereichen, der baugleiche Vorgänger mit den eben noch Doppel-Mono-Wandlern. Da unterscheidet sich hauptsächlich die Analogplatine eben mit den Wandlerchips. Ansonsten ist das weitestgehend baugleich. So, was ist hier an diesem Gerät gemacht? So, natürlich die mechanische Revision der Einzugsmechanik, der hier ein neuer Silikonriemen, ein neues Zahnrad, die werden hier immer in Mitleidenschaft gezogen. Dann natürlich alle Elektrolytkondensatoren getauscht. Bei diesem Gerät war also auffällig, dass der Netzschalter hier, der hatte einen Übergangswiderstand von 100 Ohm. Also bei solchen Revisionen immer darauf achten, den Netzschalter da zu messen und gegebenenfalls zu überholen. Der wurde also geöffnet und die Kontakte gereinigt und gepflegt, dass der jetzt wieder einen Übergangswiderstand von nur 3 Milliohm hat. So, dann hier wie im CD304 Video auch schon, Revisionsvideo schon erklärt, eben die Durchkontaktierungen sind erneuert und eben hier sind auch noch ein paar Transistoren erneuert etc. Und dann soll es nun an den Einbau des USB-Eingangs gehen. Dafür drehe ich das Gerät einmal um. So, das ist jetzt also die Unterseite des CD304 MK2. Hier ist auch die Analogplatine, die ist auch schon komplett überholt. Da ist hier der TDA 1541, der hier serienmäßig drauf ist, der ist hier getauscht worden gegen einen TDA 1541A. Das ist also ein selektiertes Modell, das ist von dem Eigentümer des Gerätes hier so gewünscht worden. So, und dann auch die anderen Modifikationen. Das hier ist unter diesem Wandler ist der Metronom-Sockel, wo also das wandlerinterne Shift-Register dynamisch getaktet wird. Dann hier die Metronom-Ausgangs-Operationsverstärker, bipolare Ausgangskondensatoren. Hier, wo der Digitalfilter saß, da sitzt jetzt hier ein Modul. Das wird jetzt entfernt und da wird dann der USB-Eingang, der wird hier dort reingesteckt, dann in diesen Sockel von diesem Modul, wo ursprünglich der Digitalfilter saß. Und dann kann das Modul mittels Fernbedienung, kann dann die Quelle geschaltet werden, also zwischen CD-Wiedergabe und USB-Eingang. Das ist ein asynchrones Modul, das heißt, hier sitzt eine Hochpräzisionsclock auch mit auf dem USB-Eingang. So, was unterscheidet das von den sonstigen Einbauten? Hier ist ein zusätzliches Modul eingebaut, hier, das empfängt also nochmals zu der originalen Fernbedienung.
ist das nur auf einen Knopf programmiert worden, hier in diesem Prozessor, der hier drauf sitzt. Das heißt, dieses Infrarotmodul sitzt hier zusätzlich dran und das reagiert nur auf einen Knopf. Und da habe ich jetzt die Cancel-Taste der originalen Fernbedienung gewählt, diese hier. So, da komme ich am wenigsten in Konflikt mit den anderen Tasten und der Funktion des Gerätes. Das heißt, ich kann dann, wenn das Modul hier eingebaut ist und der Empfänger positioniert ist, das sehen wir dann nachher, kann ich mittels der Cancel-Taste dann hin und her schalten zwischen USB-Eingang und CD-Wiedergabe. Das sehen wir dann im Anschluss noch einmal nach dem Einbau. Jetzt müssen wir natürlich hierfür erstmal ein bisschen Platz finden. So, das ist klar, dieses Schaltmodul, das kommt hier hin und wir haben hier eigentlich ausreichend Platz, sodass ich denke, ich mache das hier. Hier setze ich jetzt das Modul einfach hin. Hier ist so eine Kante, so eine vertiefte Kante. Da bohre ich einfach zwei Löchlein rein und schraube dann das Modul hier fest. So, da kann ich ja dieser Abstand von diesen Löchern, von den Befestigungslöchern, der ist immer gleich. Das kann ich als Schablone benutzen. So, dann will ich zuerst mal die Löcher hier reinschrauben und das Modul befestigen. So, die Löcher sind gebohrt und da habe ich jetzt schon hier so zwei Distanzstückchen aus dem Elektronikzubehör habe ich schon hier eingesetzt. Also gebohrt mit einem 2,5 mm Bohrer und dann mit einem 3 mm Gewindeschneider eben noch zwei Gewinde da reingeschnitten. Das Ganze so leicht schräg. Das geht platztechnisch nicht anders. Und da kann ich jetzt an diese Halter, kann ich jetzt ganz einfach mit zwei Schräubchen, kann ich dann jetzt hier das USB-Modul erstmal da festschrauben. So, hier nehme ich jetzt Senkkopfschrauben, dass das also nicht so weit raussteht. So, das ist schon die Befestigung des Hauptmoduls. Da wird ja hinterher diese Buchse, die an die Rückwand hier kommt, die wird ja hier einfach nur eingesteckt. So, da kann auch nichts passieren, denn das Modul liegt hier deutlich tiefer, wie also später der untere Gehäusedeckel sitzt. Der untere Gehäusedeckel, der sitzt ja hier so auf. Und das Modul ist also hier deutlich tiefer. Da kann also nichts passieren, das können wir so machen. Und das ist hier auch bombenfest. So, dann ziehe ich mal dieses Modul hier raus. Das nennt sich No-Oversampling Bridge, das Teil. Da kann ich jetzt einfach hier dieses Schaltmodul, das wird jetzt einfach in diesen Steckplatz stattdessen einfach eingesteckt. So, das war eigentlich schon der elektrische Teil, der jetzt schon befestigt ist. So, jetzt muss ich nachher nur noch diesen Infrarotempfänger, der hier auf das Licht der Fernbedienung reagiert, den muss ich nachher noch befestigen. Deshalb lege ich das Kabel einfach hier an die Seite. Das sehen wir gleich, wo ich den hinmache. So, und dann natürlich an der Rückseite. Da werde ich jetzt über die Cinch-Buchsen. Oberhalb der Cinch-Buchsen werde ich jetzt noch diese Buchse für das USB-Kabel anbringen.
Da zeichne ich mir einfach mit dem Filzstift, zeichne ich mich mir hier mit der Blende am Aluminium der Rückwand, zeichne ich mir, oder das ist Zinkguss, zeichne ich mir das an, was ich hier ausbohren muss, dass ich eben die Buchse von innen an das Gehäuse schrauben kann, mit der Blende eben von außen, dass das Ganze einen sauberen Abschluss hat. So, dann geht es weiter mit Metallarbeiten. Dann bohre ich erstmal das Loch hier an der Rückwand. Und die nötigen Löcher an der Rückwand sind angebracht hier, da mit der Blende angezeichnet. So, dann sieht das hinterher auch sauber aus. Das kann natürlich schon mal eine halbe Stunde benötigen. Ich mache das also, das viereckige Loch mache ich dann mit einem Dremel. Das darf ruhig so ein bisschen größer sein, dass also das Metall von der Buchse nicht unbedingt das Gehäuse hier berührt. Und dann kann ich das Ganze, hier ist wunderbar Platz an dieser Stelle, kann ich das Ganze dann einfach hier von außen so verschrauben. Nummer 1. Und Nummer 2. So hat das Ganze also einen schönen sauberen Abschluss nach hinten. Und dann kann ich dann hinterher einfach vom Computer kommend da das USB-Kabel einstecken. Dauerhaft oder eben von meinem Streaming-Klienten, was immer das sein mag, ob das Laptop, Smartphone, Computer oder was auch immer ist. Und dann kann ich jederzeit einfach die Quelle wechseln zwischen eben USB-Streaming oder eben CD-Wiedergabe mit dieser Taste. Das kann ich im laufenden Betrieb machen. So, dann ziehen wir das wieder ab. Dieses Kabel muss ich jetzt natürlich nach unten zu dem Modul führen, einmal hier durchstecken und dann unten in das USB-Modul dann einfach einstecken. So, das einfach dann hier. Moment. Einfach hier rein stecken. So, das war schon das. Jetzt bleibt im Prinzip nur noch die Befestigung des Infrarotempfängers, um eben dann dem Modul zu sagen, welche Quelle es jetzt einfach nutzen soll. Und da habe ich mir überlegt, dass der Empfänger ohne weitere Metallarbeiten am besten hierhin kommt. Zoome ich einmal ran. So, hier, da an der Oberseite, hier ist so eine kleine Vertiefung. Da muss ich natürlich darauf achten, dass das hier keinen Kurzschluss an dem Gehäuse erzeugen kann. Dann kann ich einfach mit einem Tropfen Heißkleber hier, kann ich den Infrarotempfänger so ankleben. Sieht man nicht so, dass der nach oben zeigt. Und wenn dann der Gehäusedeckel später drauf ist, reichen also diese Löcher hier im Deckel, die reichen also aus, um das Modul dann zu steuern, weil dieser Empfänger, der ist sehr sensibel. Ich darf natürlich nichts oben auf das Gerät oben drauf stellen, aber das machen wir ja sowieso nicht. Zum einen wegen der Wärmeabfuhr durch das Gehäuse, sondern wir stellen ja grundsätzlich keine HiFi-Geräte übereinander. So, dann klebe ich den Empfänger einfach mal an. So, einfach hier ein Pünktchen Heißkleber. Da ein Pünktchen Heißkleber. Und dann kann ich das hier ansetzen.
so dass das hier nicht drüber steht. So, jetzt muss ich das ein bisschen festhalten, bis der hart wird. Und wenn der Infrarotsensor fest ist, dann war es das auch schon. So, dann können die Deckel schon wieder drauf. Gehäusedeckel sind wieder angeschraubt. Dann das Ganze einmal anschließen. Und vom Computer kommend der USB. Lege eine CD ein. So, wenn das Gerät eingeschaltet wird, ist ja natürlich zuerst die CD-Wiedergabe. Und mit der originalen Fernbedienung habe ich jetzt hier die Taste Cancel, ja, wie gesagt, in das Modul eingeprogrammiert und kann also mit der Taste Cancel jetzt zwischen CD und USB hin und her schalten. Ich einmal. Das jetzt Streaming. Und wieder zurück auf die CD. Und dann noch mal auf das Streaming. So, da kann ich jetzt nach Belieben im laufenden Betrieb hin und her schalten. Das war relativ schnell zu absolvieren hier, der Einbau des Streaming-Moduls des USB-Eingangs im CD 304 MK2.